Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von The Elder Scrolls Online. Wir sind in Balamor angekommen im letzten Part, sind der Magiergilde jetzt beigetreten, sehen dort einen Schlickschreiter, Klippenschreiter, genau, Klippenschreiter, Schlickschreiter sieht man hier, oder Schlickläufer. Ja, und jetzt müssen wir eine Quest machen, wo wir einen Boten finden. Und den haben wir im letzten Part noch nicht gefunden. Aber der müsste irgendwo hier sein. Vielleicht auch auf der anderen Seite der Stadt. Gehen wir über den Fluss. Ja, ich habe die Lautstärke jetzt wieder ein bisschen runtergestellt, weil bei mir war es viel zu leise und bei euch war es auch ein bisschen lauter als meine Stimme. Deshalb, diese Anpassungen sind halt meistens von Spiel zu Spiel anders. Und deshalb kann ich jetzt da nicht gerade so in den ersten paar Parts darauf reagieren. Aber wenn ich dann Leute habe, die das wirklich auch feedbacken, dann geht es natürlich auch im ersten Part dann schon weiter. Gute Sound-Einmischung. Weil ich bin halt nicht so talentiert noch. Also ich kann so vieles auch nicht machen. Ja. Okay, ein Einrichtungsgegenstand brauchen wir nicht. Noch nicht. Ja, Hakenschärfe auch. Ich will keinen Tempel ausrauben. Nur die Sachen, weil wir Magier sind, also Beschwörer sind. Ja, brauche ich. Okay. Ja, der Bote, der wird hoffentlich irgendwo auftauchen nächste Zeit. Pass auf dich auf, Vater. Darin warst du andere Quest noch jetzt nicht. Der könnte Bodes sein. Schön in den Blumen verstecken. Ja, ich glaube eher auch nicht. Ja, das Problem ist, die Quest, die braucht irgendwie. Nee, das ist eine andere Quest. Ich brauche die richtige Quest. Ja, den Krieg, den haben wir nicht gefunden. Ja, wie konnte ich denn das wissen? Es steht da, dass mir einfach. Ja, da war ich aber. Okay. Also manche Quests sind wirklich nicht gut markiert. Wenn man da einfach, dass die Boten uns entwischen. So kann man das jetzt nicht mehr weitermachen. Die sind einfach ganz komplett weg. Wie konnte man dann das wissen, dass man hier warten muss? Also ja, aber verfolgt den Läufern, wenn man die nicht sieht, kann man die auch nicht verfolgen. Ja, das ist eine blöde Quest. Okay, dann müssen wir halt einfach das negative Zeugs machen. Und ihn nochmals benachrichtigen, dass wir es nicht geschafft haben. Ich habe euch über die Brücke auf Vejas Freunde zukommen sehen. Also, wie ist es euch ergangen, Fremdländer? Wir sind nicht über die Brücke gegangen, wir sind über den Fluss gegangen. Könnte die Tochter des Ratsherrn zu finden? Revis, dieser Zauderer. Ich habe nie verstanden, was Veja in ihm sieht. Ich schlage vor, ihr geht zurück und versucht es noch einmal. Stellt euch einfach besser dabei an, genügend Abstand zu halten und den Träger der Notiz nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, gut, aber seht man das jetzt? Seht das? Das ist ein Angler. Also wir müssen jetzt über die Brücke. Und jetzt? Ich sehe niemanden. Hä? Also wir sind hier hochgegangen. Und dann ist jemand weggelaufen. Habe ich nicht gesehen. Da? Bringt diesen Brief zu Trevis. Es ist wichtig. Lass ja, genau. Ein ganz normaler NPC ist es. Okay.
Ja. Falls ihr glaubt, verfolgt zu werden, sucht euch ein Versteck. Viel Glück. Wir gehen lieber hier hin. Hä? Bleibt von mir weg. Ich warne euch. Boah, die teleportiert sich. Die teleportiert sich einfach. Oh Gott. Die war so schnell jetzt dort. Okay. Ja, so sehe ich. Wir haben halt einfach geredet mit NPCs und haben das gar nicht mitbekommen. Okay, sie geht jetzt hier runter. Ja, jetzt ist es alles klar. Wo ist jetzt hin? Hä? Die teleportiert sich einfach. Die kann doch nicht so schnell einfach weg sein. Unglaublich. Also die Qualität finde ich jetzt gerade nicht so gut. Ich weiß, dass sie hier hin muss irgendwo. Aber wo ist denn die schon wieder hin? Sie ist einfach nach rechts abgebogen, aber... Dort, oder? Nein, dann müssen wir es nochmals wiederholen, aber... Kann das bitte das Spiel ein bisschen fixen, dass es nicht so schwer ist? Ne, das ist ein anderer... Frau gewesen. Also, nochmal wiederholen. Finde ich ja toll, dass die so schnell rennt. Können wir nicht schleichen und ja. Ich glaube, das ist die letzte Quest im Moment. Ich habe euch über die Brücke. So, also jetzt einfach mitrennen, egal wie laut wir sind. Wir dürfen einfach nicht mehr sein. Das ist einfach für mich als wirklich ein Rundspielspieler ein bisschen schwer für normale Leute wahrscheinlich. Bringt diesen Brief zu Trevis. Es ist wichtig. Lasst ihn nicht in die Hände des Hauses Redoran fallen. Falls ihr glaubt, verfolgt zu werden, sucht euch ein Versteck. Viel Glück. Sitzt das gerade? Jetzt sind wir genau hinten dran. Sie merkt uns nicht. Aber sie geht jetzt kurz nach rechts wahrscheinlich wieder. Nicht? Okay. Ah, hier war das. Okay. Ja, ja. Ganz normal einfach verfolgen. Ja, sie geht nach rechts. Ach so, wir müssen das aufsammeln. Bleibt von mir weg, ich warne euch. Okay, wir müssen dem folgen. Ja gut, wusste ich nicht, dass die das irgendwo... Habe ich nicht gesehen. Das Spiel sollte einfach mehr zeigen, dass irgendwas hingemacht wird. Und die NPCs werden einfach teleportiert und so. Ja. Sie entschwinden einfach. Okay, er hat ihr das gegeben. Nächste Anlaufstelle. Man muss wirklich ganz genau schauen, was man jetzt machen muss. Aber wieso tun die mehrere Boote einsetzen, immer wieder wechseln? Das verstehe ich nicht. Okay. Sie bleibt dann hier. Sie wartet. Und jetzt geht sie hier rein. Jetzt müssen wir einfach hier reingehen. Zum Spitzennetz. Ah, momentan ist der Sound von Balmora zu hören. Das sollte dabei helfen, festzustellen, Morin, was Leas Bruder widerfahren ist. Katz. Aha. Hallo, kann ich euch helfen? Einen Augenblick. Ihr gehört zu diesen Mietlingen des Hauses Redoran, die uns einfaches Volk belästigen sollen. Seht mal, Vea will wirklich nur herausfinden, was ihrem Bruder zugestoßen ist. Zu schade, dass das Haus keinen Zivit auf all das zu geben scheint. Mhm.
So, jetzt geht's mir. Stehen wir auch wieder besser. Ratsherr Aerys will einfach nur seine Tochter finden. Wird mir die Notiz, die ihr erhalten habt, dabei helfen? Veja will nichts mit dem Haus oder ihrem Vater zu tun haben. Warum kann das keiner von euch akzeptieren? Und selbst wenn ich helfen wollte. Ich habe Veja nicht mehr gesehen, seit sie sich aus der Stadt geschlichen hat. Wir tauschen uns über Notizen aus. Und in der hier geht es nicht einmal um sie. Wann dreht sich die Notiz dann? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, es geht in ihr um Vejas Bruder. Er war Offizier in der Hauswache, bis er spurlos verschwunden ist. Wir haben versucht, Veja dabei zu helfen, ihn zu finden. Und wer bekommt eure Informationen, wenn ihr nicht in Kontakt zu Vejas steht? Ein einheimischer Schlägertyp. Er hört auf den Namen Ashur. Er überbringt die Briefe. Wir treffen ihn gewöhnlich draußen vor der Stadt im Nordosten. Aha. Aber viel Glück dabei, irgendwelche Informationen aus ihm herauszuholen. Ashur ist nicht gerade für seine gepflegte Konversation bekannt. Ich kann sehr viel Überzeugungskraft entwickeln. Ich glaube, wir sind hier fertig, nicht wahr? Ich habe euch gesagt, wo ihr Ashur finden könnt. Er hat unsere Notizen an Veja weitergegeben. Geht einfach außerhalb der Stadt nach Norden und Osten. Oder ist das eure Art, mir die Reise zu ersparen, da ihr euch dorthin begibt? Ihr meint, ich würde euch einfach so all unsere Geheimnisse verraten, Fremdländer? Tja, das wird nicht passieren. Ich werde Veja nicht verraten. Oh. Gut. Ja. Also. Ist ja so ziemlich... Oh, eine Badewanne. Ui. Mittel. Das ist eher Barockstil als Mittelalter. Okay. Verstanden. Jetzt ist das im Nordosten. Endlich mal richtig gelegen. Ja, das waren halt schon anderthalb Jahre. Ja, genau. Es ist sogar noch ein bisschen weiter nach rechts, aber das meinte ich damit. Ja, für mich ist das Spiel ein bisschen langatmig noch. Also, dass einfach ja, zu viel geredet wird und ich da nicht so gerne. Ja, als zuhören will, wahrscheinlich ihr auch nicht. Deshalb einfach so die Sachen machen wir im Livestream. Ich kann einen Schrieb für jeden von euch besorgen. Hast du Bauchweh? Das war's. Tötet die Moraktong und alle Zeugen. Ich verabschiede mich. Kein Grund mir die Äxte noch mal nötig zu machen. Helft mir. Ja. Natürlich gut, aber. Die Gegner sind noch ein bisschen zu stark, habe ich das Gefühl. Ich habe. Okay, machen wir etwas anders. Ich muss noch ein bisschen leveln, scheinbar. Boah, ich bekomme noch Schaden. Ja, ich möchte mich heilen, aber ja. Ich möchte noch nichts ausgeben. Ich könnte es schon schaffen, wenn ich noch ein bisschen etwas ausgebe, aber. Was soll ich denn essen? Das Gift? Okay, ich esse Gift. Nirnwurz. Essen, Essen. Verbrauchsgüter. Ja, wir haben noch nichts. Also, wir müssen irgendwas kaufen. Ja, gut. Machen wir das einfach später. Zuerst einmal gehen wir nochmals in diese Taverne. Vielleicht hat ihr das. Ja. Doch lieber. Wir gehen jetzt mal zum zum Tempel, da gibt es sicher Heilung. Oder machen jetzt direkt die Magiergilde, damit wir Heilzauber oder so haben. Wir können ja mal kurz schauen, was wir denn bei der Magiergilde bekommen haben. Ist hier also einfach Magierlicht oder so? Ah, das ist überzeugender Wille. Ja, das bräuchten wir eigentlich. Aber noch nicht. Es gibt keinen Heilungszauber, auch bei Klasse nicht. Ah, okay. Ich brauche einen Heilungszauber. So. Wir haben einen Heilungszauber, wir machen das jetzt einfach mal. Wo? Okay. Sind wir wieder voll? Bitte. Wenn du nur zuhören würdest. Pass auf dich auf, Vater.
Darin warst du immer gut. Das Spiel will nicht so funktionieren, wie ich es gerne hätte. Aber okay. Ich passe mich an. Nicht das Spiel passt sich an, sondern ich passe an. Ich sehe keine Lebensenergie bei mir. Das ist ein großes Problem. Also zuerst auf die Kleine gehen, auf die Heilerin. Ihr habt einen aus meiner Bande getötet, Zivit. Kein Schrieb wird euch vor uns schützen. Fühlt ihr euch ausgeschlossen? Ach, ich kann einen Schrieb für jeden von euch besorgen. Ich verabschiede mich. Kein Grund, mir die Äxte noch mal blutig zu machen. Jetzt ist es plötzlich leicht. So. Okay, ich kenne das Spiel jetzt. Ich muss Heilung haben. Okay, das waren beide Leichen. Wir haben jetzt einen Heilungsdingstab. Aber wir sind noch nicht Level 15. Auf Level 15 wird der zweite Waffenslot gemacht. Freigespielt. Aber wir haben jetzt noch etwas bekommen. Und zwar einen Ring. Ja. Okay, reden wir mit dem. Ich hatte diese Lage im Griff. Ich brauchte nur jemanden, der als erstes zu feindseligen Handlungen greift. Ja, du bist besser. Trotzdem habe ich für heute genug Blut von meinen Äxten gewischt. Also danke, dass ihr mir zur Hand gegangen seid. Mir wurde gesagt, ich soll euch hier draußen treffen. Hat man das? Ja? War es Milesa? Ich hatte ihr doch gesagt, ich würde meine offene Rechnung begleichen, sobald ich noch einen Kontrakt erfüllt habe. Diese Frau hat die Geduld eines verängstigten Nix. Das ist nun, so mega sagt arrogant. Ihr, ich stehe zu meinem Wort. Ich werde bei ihr vorbeischauen, damit wir unser Geschäft zu Ende bringen können. Nein, ich bin wegen Veja hier. Veja? Der neue Lehrling? Aber warum schert ihr euch um Veja? Ich versuche, sie zu finden. Ist das so? Und warum wollt ihr das tun? Lasst gut sein. Es schert mich nicht wirklich. Ich wurde gebeten, ein paar Notizen weiterzugeben, aber ich bin kaum der geborene Bote. Ich schlage vor, ihr sprecht mit Vejas Mentorin. Nach dem letzten, was ich gehört habe, erledigt sie gerade etwas in den westlichen Ruinen. Ich werde in den Ruinen im Westen nach Vejas Mentorin suchen. Was da, oder? Nee. Jetzt gehen wir hier unten durch. Einfach den Weg folgen. Okay. Das ist ungefähr leicht. Was zu unterfliegen ist? Ickit. Seelenstein, okay. Grünem Gleichgewicht. Rang 3 bis 10 Falle erreicht. Schöpfer. Jetzt fängt es wieder ein bisschen interessanter an zu Ding, weil ich habe jetzt ein Level. Fast ein Level, aber. Grünes Gleichgewicht. Ja, das ist das mit dem Pilzwuchs. Okay. Okay. Ich bin ja eher der Tiergefährten-Typ. Das ist nix Ochse. Das heißt nix wert als Ochse. Okay. Der ist echt zäh und getagt. Okay. Nochmals ein Seelenstein, nochmals zum Fliegen, weißt du. Machen wir einfach ein oder zwei noch, ja. Machen wir das alles. Ja, ich bin aber langsam auch ein bisschen tödlich. Es hat nicht so viel geheilt. Okay, sehr gut. Jute-Schuhe. Aber Austausch.
austauschen. Trotzdem. Das wird besser. Okay. Die Richtung. So ein bisschen sinnlos. Ah, kein Körper. Okay. Nehmen wir mit. Vielleicht können wir da. Ich weiß gar nicht, wie ich die reinpacken und so. Stufenaufstieg, das wollte ich auch. Der andere ist einfach geflohen, okay. So. Ja. Da ist er. Es ist sehr dunkel, ich sehe kaum etwas. Vielleicht seht ihr besser im Video. Weil ich automatisch die Videos heller mache. So. Beanspruchen. Ah, jetzt haben wir Mittel. Ah, Mittel. Magica. Und, kein Titel. Kein Titel. Und Tour 1. Ja, passiert nichts. Und hier müssen wir natürlich schon schauen, dass wir dann Schwarm. Netschku ist was? Ja, 19 Sekunden lang Magika und Waffenkraft. Hm. Wir brauchen eigentlich den Bären. Der ist hier unten, hä? Ne, das ist passiv. Die Ultimative suche ich. Ah, hier oben. Okay. Der Bär ist ab Level 12. Jetzt möchte ich gerne in Magie gehen. Ne, das ist nicht hier. Wir müssen jetzt mal passive schauen. Ab Level 8. 8. 8. Also, wir setzen jetzt noch nichts ein. Wir haben aber hier ja. Okay. Hat aber keinen Magiker. Ja, gut. Rüstungsglyphe. Ja. Ist wahrscheinlich eine Art Rune oder Edelstein, den man reintun kann. Muss das sein? Oh, der macht mehr Schaden als ich. Nahkampf. Ich weiß auch nicht, wie man das unbedingt mit der Maustaste angreift im normalen Schlag. Das ist eher Zauber. Ist einfach ein bisschen zäh, aber wir haben ihn gekriegt. Sehr schön. Oh, jetzt endlich. Ein kleines Schlückchen des Lebens. Ein ganz, ganz, ganz kleiner. Okay. Heizung. Aber immerhin jetzt nochmals etwas zum Schlucken, wenn man wirklich stirbt. Ihr da, Fremdländer. Ich habe einen Vorschlag für euch. Eine weitere Quest. Also hatte ich recht. Ihr seid eine Soldklinge? Hervorragend. Mein Name ist Malu Retan vom Haus Hlalu und ich habe ein Angebot für euch. Ich suche jemanden, der Nachforschungen anstellt, was in der Ebenerzmine von Wasir Didanat vor sich geht. Ja, wo liegt denn das Problem? Ja, machen wir mal die Quest. Das ist mir ein bisschen zu nervig, wenn es zu viel. Ja. Okay, wir kommen hier nicht durch, scheinbar. Ja, 41. So. Oh, wie schön. Das ist gut gemacht. Kleines Sternzeichen gemacht. Achtet nicht auf das düstere Vorzeichen des Berges. Das Geschäft ging nie besser. Also gut, was hat erledigt People eure Geschäfte hier? Oft haben wir anzubieten. Ah, das sind Gildenhändler. Okay, die haben nichts anzubieten, okay. Die haben momentan. Ja. Scheinbar
gerade Ferien. Das sind Gildenhändler, deshalb sind hier so viele Shops. Ich dachte schon, ich könnte hier noch etwas kaufen gerade. Aber nö. Das sind Gildenhändler, die hoffentlich aber auch irgendwann mal etwas drin haben. Also gerade diese Gilde. Aber gut. Jetzt gehen wir weiter. Wir haben etwas Großes zu erledigen. Ich hoffe, ich schaffe diese Quest schon. Aber wird schwer. Ja. Ich muss außerhalb der Stadt sein, um die große Karte zu haben. Ja, wie schön hier das. Der Weg, das ist Stein oder ist das Holz? Das ist Holz. Sieht so aus wie Stein. Ja. Jetzt müssen wir eigentlich hier. Nein, hier rüber. Okay, sehr gut. Einfach dem Weg folgen. Ja, das ist noch eine Erzmine von Schulk. Ich möchte. Ja, hier ist der Weg, okay. Es gibt so viele Menschen hier draußen, oder was da kein Mensch ist. Ein Mensch Gauner ist wahrscheinlich eine andere. Sieht irgendwie aus wie ein Goblin. Wo ich eigentlich die Elder Scrolls gut kenne, habe ich irgendwie das Gefühl, es ist sehr viel Unbekanntes noch. Das waren die Gegner, also Alid, den kenne ich noch aus Morrowind. Aber zum Beispiel diese Goblin. Ich wusste gar nicht, dass Goblin in Elder Scrolls gibt. Außer die anderen scheißen da, die. Ja. Ich sag jetzt am besten nichts, weil ich die Namen nicht sagen kann. Gut. Aha. Jetzt ist er gut. Der ist so schlecht aufgelöst. Ah, jetzt ist er gut aufgelöst, okay. Dachte schon, der sei so mega unwichtig. Lasst mich in Ruhe, Fremdländer. Lasst mich in der Schande sterben, die ich über Malakat gebracht habe. Besiegt von einer einzelnen Kriegerin. Malakat wird über unser Unvermögen lachen. Was ist euch zugestoßen? Eine Assassine. Wahrscheinlich von der Morak Tong. Sie hat unseren Anführer hierher verfolgt, aber sie weiß es nicht. Wir haben ihr eine Falle gestellt. In den Ruinen. Ist gut zu wissen, eventuell ist es diese Frau, die wir suchen. Frau, schafft euch in die Ruinen und haltet sie auf! Nicht so schnell. Oh Gott, was ist denn das? Das schaffen wir nicht, so einen fetten Klops zu besiegen, Mann. Hm. Ich habe nur so eine Vorahnung, dass ich jetzt sterbe. Wer? Aha, da ist er. Ist der wieder lebendig? Von wo kommt der? Oh. Okay. Ja. Ich wollte eigentlich sie jetzt in Ruhe lassen. Einfach reinschleichen oder so. Okay, wir haben sie gut wieder entdeckt. Sie ist wegteleportiert und einfach dort, wo ich hingeschaut habe, wieder rausgekommen. Ist natürlich nicht so gut. Und dem möchte ich irgendwie ein bisschen aus dem Weg gehen. Ja, mein Ohr. Ja, ich habe in letzter Zeit irgendwie Probleme mit dem Wind, der momentan geht hier in Basel. Bisschen, ja, Unwohlsein. Immer wieder Beißattacken sozusagen. Es beißt immer so ein bisschen irgendwo, kitzelt. Keine Ahnung. Okay. Wir haben jetzt einfach alles mal ein bisschen geskippt. Ein normales Spiel würde wahrscheinlich alle killen, unnötig.
Trifft die Dumne auf körperliche Schwäche. Sauber. Na gut, sind die Gegner jetzt nicht so mega unbalanciert. Also, Morrowind war ja manchmal alles so mega unbalanciert, so zu schwer und alles Mögliche. Das wäre eigentlich auch besser gewesen. Es sind alle Leichen zersprungen. Weggebeamt worden. Ja, ich will ja kämpfen. Ich bin kein Schleich. Bei Versengen. Lass die Assassine kommen. Ich bin das Laufen leid und sie macht mir keine Angst. Okay, das ist wirklich ein Ogrim. Ich dachte. Und die sehen ganz komplett anders aus in Morrowind. Oh, was ist denn das? Das war vorher ein Spieler und ich habe nichts erkannt. Als Spiel, also es ist leicht, okay. Mann, die sehen immer so böse aus, aber ganz leicht, oder? Wenn das Spiel das so will. Boah, ist der. Okay. Schauen wir nochmal kurz, was ich genau hier drücken muss. Also der ist 3100. Ja, das ist ein Dot. Und der hier versengen ist. Ja, man sollte eigentlich 3, 2, 1 einsetzen oder so. Ich mach das mal so, weil ich ja Dots eigentlich auch wirken lassen will. Sonst könnte ich eigentlich im Schlickreiten einsetzen ohne Dot. Ich sehe sie immer daneben. Diese Gegner auch immer daneben chargen, weil ich natürlich sehe. Man sollte halt das nicht rot machen. Diese Markierung sollte man vielleicht nicht unbedingt rot machen, damit man nicht so gut erkennen kann. Damit die Gegner auch eine Chance haben. Nun, mit jemandem wie euch hätte ich an einem solchen Ort nicht gerechnet. Ihr habt die Angewohnheit, zu den ungewöhnlichsten Momenten aufzutauchen. Was hält? Ich habe euch gesucht, um euch zu fragen. Fragen? Ich habe keine Zeit für Fragen. Ich habe einen Schrieb auszuführen. Hört zu, ich kann diese bösen Kultisten nicht warten lassen. Ihr wollt reden? Kommt zu mir, nachdem ich diesen Auftrag beendet habe. Ich werde euch finden. Okay, wir schade. Wir müssen echt aufhören, uns so zu treffen. Ich hätte gedacht, sie würde jetzt endlich mal etwas machen. Kommt raus, kleine Assassine! Oder hat die Morakong zu viel Angst, um sich dem mächtigen Snake zu stellen? Okay, Schweig zu erfüllen, ja. Wir müssen wieder alles machen und sie macht wieder nichts. Die Leute von Zenimax und Bethesda sind natürlich schon extremst faul, irgendwas auch für die NPCs zu machen. Das habe ich auch bei Skyrim wieder gesehen. Okay, jetzt ist langsam ein bisschen schlecht. Der Heiler. Da werden auch so viele kommen. Jetzt, vier. Gut, ich habe mich gar nicht. Schlechtes Leben ist nicht so gut. Ja, ich sollte wirklich drei einsetzen. Okay, der Drafetzen, Plunder. Schwer Agonia, ne, schwer ist nicht so gut. Holzkohle, ja, okay. Schlecht zum Verkaufen. Okay, den haben wir besiegt. Aber wo ist jetzt... Da hoch müssen wir den. Schauen wir kurz auf die Dauer.
Ja, leider ist schon wieder zu lange. 35 Minuten. Dann bis gleich. Bis zum nächsten Video. In ungefähr halben Tag. Tschüss.